Sally schiessen? Ja, komm, schiess. Weil der kommt führen und wir treffen nicht. Ach, Ziel verfehlt. Ja, sag nicht so etwas. Gut, mit Run and Gun hätte ich dort locker den. Bot ich das? Weiß ich noch nicht. Du kannst auf jeden Fall mal hier reinkommen. Und jetzt hätte ich die eigentlich sogar in der Flanke haben, aber. Scheint nicht so. Was? Nur drei! Gut, jetzt habe ich ihn mit Run and Gun. Hau ich den sicher weg. Aber. Ah, nein, du hast, glaube ich, schon geschossen, gell? Mist. Wo. Du kommst bis hier hin. Ah, das ist mir ein Zeissen. Das ist mir ein Zeissen. Kommen wir mal hier hin. Und jetzt schauen wir mal, was du denn hier hast. 60%! Komm, das muss länger. Eben. Das gefällt. So, gut. Dann kommst du hier rüber, weil ich einfach das Gefühl habe, hier innen wird es noch etwas haben. Mach Feldposten. Und du kommst hier vor und machst auch schöne Feldposten. So. Jetzt hören wir sie wieder nicht. Amolok, sie kommen hinten! Sie kommen von hinten! Die Elenden kommen von hinten, du! Okay. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Habe ich da unten einen, der da rauf kann? Du? Kannst du rauf? Nein, aber du. Du kommst da rauf. Ja, okay, gut. Also, das bedeutet folgendes. Du hast eine wahnsinnig schlechte Trefferchance auf den und ein bisschen bessere auf den. Gut. Und wie sieht es denn mit dir aus? 73. Du siehst eh nur den. Aha. Okay, dann machen wir das so. Du kommst hier hin, schiessest den ab und dann kommt der andere von da unten, wobei das ist eine Frau, gell? Oder? Ja, Svetlana kommt rauf und kommt hier hin und schiesst ihn hier in den Rücken rein. Das kannst du eigentlich gerade machen, komm. Ich meine, das sind sichere 100%. X-Ray ausgeschaltet. Genau, sehr gut. Nein, mit dir warte. Du kommst jetzt hier hin. Und bitteschön, den auch wegnieten. Ist kein Problem mehr. Genau, so ist das. Dann machen wir hier die Türen auf. Stand hier innen. Ist nix. Ja, ist denn wirklich nichts da drin? Ich bin eben noch nicht so sicher, ob wirklich nichts da innen ist. Wie weit hinterher geht es da noch? Nicht mehr allzu weit. Also das heisst, entweder sind sie da innen oder irgendwo anders. Kann ich mich da. Hey, der Fernseher da? Bin ich das richtig? Der grosse Bildschirm, der gibt mir volle Deckung. Wow, geil! Du kommst aber auch nur bis da hin. Da hat es eine Tür. Versteck dich da mal hinter dem Fernseher. Und mach mal hier Feldposten. Und mit dir. Ja, wollte ich das da hin wagen? Ja, wagen wir. Und du machst da auch mal Feldpost, falls dort dann noch einer rauskommt. Und dann komme ich mit dir. Ja, mal hier hin. Mach da auch den wunderbaren Feldposten, wie mit dir auch. Und dann können wieder neue Gegner kommen, würde ich doch sagen. Äh,
Ja, also sie kommen nicht wirklich. He? Also kommen wir wieder ein bisschen führen. Dann warten wir und gehen mit dir da hin und mit dir. Ah, du kommst nicht so weit, hä? Okay, kommen wir mal mit dir da hin. Wieso gibst mir du jetzt den und nicht den? Du kommst da hin. Du bist gespurtet, so wie es ausgeht. Dann musst du Feldposten machen, ganz klar. Mit dir warte ich jetzt noch, habe ich gesagt. Mit dir auch. Und mit dir. Da hinten hat er ja etwas gehört. Ich glaube, ich bleibe mit dir aber da. Komm mal nachladen. Da finde ich eine gute Idee. Mit dir würde ich eigentlich am liebsten wieder hier runter. Aber zuerst schaue ich mal mit dir hier um die Ecke. Da ist nichts. Also mach Feldposten. Ja, was machen wir denn mit dir? Ich will hier eigentlich nicht zu weit führen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ja. Ich werde hier rein müssen. Früher oder später. Und falls der von dort kommt, ja sicher kennen. Und falls einer kommt, kommt man hier runter. Lass dich schön die Wand ab, genau. Und du machst mir hier Feldposten. Wobei, ich würde es gerne so sehen. Opportunist, Opportunist. Entschuldigung, Englisch kann ich nicht lesen. Jetzt kommen wir wieder von der anderen Seite. Was genau? Oh, das hat aber wirklich anders gestimmt. Wirklich anders. Also, schau, jetzt machst du mir da einfach mal Türen auf, dass ich weiss, da innen jemand ist oder nicht. Da innen ist niemand. Gut. Also, wenn aber da hinten jetzt jemand gekommen ist, musst du wieder da eine Retour. Ganz einfach. Und mit da hinten hat es ja nichts, dann kannst du eigentlich auch wieder zurückkommen und dich schicke ich dann von hier in die Ecke. So, dich würde ich eben gerne dort lassen. Weißt du was, mach du da mal die Türen auf. Da ist auch niemand drin. Da geht es zwar schon noch einiges hindern. Ich habe jetzt auch nochmal ein Haus, oder besser gesagt, so ein Lager. Und ein Lager. Du kannst mal hier hinkommen. Und auf Feldposten gehen. Und mit dir. Ich bin eben nicht so überzeugt davon, dass du von hier hinten kommst. Aber vielleicht kommst du. Und darum gehen wir jetzt hier rauf. Und da machen wir auch den berühmten Feldposten. Ja, mit dir würde ich eben eigentlich gern schnell reingehen güchseln. Und einfach mal güchseln. Und einfach mal reingehen. Oh, verdammt. Du bist da mir gerade vor der Fritte. Das ist nicht gut. Ich muss wieder raus. Weil das ist nicht gut. Und du stehst jetzt da ein bisschen in der Scheiße. Aber ich hoffe jetzt mal, dass du nicht so weit kommst. Und dann wäre es jetzt gleich besser gewesen, du wärst da gewesen. Ah, Martinez. Nein, Felix Marquez.
Ja, weißt du was? Ich muss wieder da hindern mit dir. Du kannst hier ungeschützt einfach rumstehen. Mit dir kann ich jetzt leider nicht büßen. Darum bleibst du einfach mal auf Feldposten. Mal schauen. Ich sehe hier für dich etwas schwarz. Aber wenigstens kannst du büßen. Du schiessest einfach mehr Deckung weg. Das finde ich auch, ist nicht gut. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du nicht noch fast 700 Fahrer hast, du noch schiessen. Wow, er hat es überlebt. Sie hat es überlebt. Entschuldigung, sie hat es überlebt. Oh, 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 gut, gut. Triff ich? Yep. Sehr schöner Schuss gewesen. Skynet, sehr schöner Schuss. Aber, du musst weg. Und am liebsten kommst mir du mal da hin. Und du könntest schon mal schiessen. Ich meine, 70%, das ist viel. Aber du kannst auch daneben schiessen. Ja, mit dir warte ich noch schnell, weil mit dir sehe ich dich nicht. Oh, schlecht, schlecht. Und mit dir, sagen wir mal, sehe ich auch nichts. Aber ich kann hier hinkommen und jetzt schiessen. Das ist schon mal gut. Wobei, der hat weniger, sie hat weniger Treffer geschossen. Wow, zweimal so krass daneben geschossen, wenn der mich eigentlich verarscht. Siehst denn du von da oben etwas? Wenn jetzt du da schiessest. Ich würde mal behaupten, ja. Also kommst du mal hier hin. Nein, natürlich nicht. Ah, dann muss ich eine Splittergranate schiessen. Wobei, nein, komm, ich mache Feldposten. Die Frage ist, was mache ich mit dir? Ich meine, du wirst eh auf ihn gehen. Muss ich mich da hinten verstecken? Das ist eigentlich gut, das machen wir. Und dann kann ich jetzt hier noch eine schiessen. Mit 70% Kritik. Bist du gut drin? Ja, super. Okay, jetzt wissen wir aber noch nicht, was ich mit dir mache. Ich komme hier hin. Mache die Türen auf und sehe nichts. Aber ich könnte ja eine Rauchgranate einsetzen. Vielleicht hilft das unserem Überleben. Ich glaube zwar noch nicht so dran, du machst Feldposten wieder. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich die Runde überstehe. Also einmal. Du musst einfach treffen. Jawohl, einmal getroffen. Und habe ich nur einen auf Feldposten? Sieht so aus. Nein, doch nicht. Du hast noch einen Reflexschuss, aber du schiessest meilenweit daneben. Und jetzt, was machst du? Gut, du hast auch daneben geschossen. Immerhin. So, mit dir warten wir. Du wärst eigentlich cool, wenn du schiessen würdest. 80% und den triffst. Du kannst ja nicht immer daneben schiessen, oder? Hey, 14 Krieg! Wow! Einsatzziele erreicht. Super! Ausgezeichnet! Eine schwerverletzte Soldatin habe ich. Oh, damit kann ich leben. Also, da habe ich schon schlimmer gespielt. Würde ich doch mal behaupten. Aber wenn das so weitergeht, werde ich ja gar nie fehlen. Wobei, ja, will nichts sagen. Also, was schnell. Schnellfeuer, das haben wir vorhin gehabt. Ausräuch, wenn schon der Gegner aus ihrer Deckung treibt. Trifft leicht, richtet aber verringerter Schaden an.
Ja, komm, wir machen das einmal mit dir, Svetlana. Einfach, dass wir das haben. 6 Tage bist du nur verwundet, Karen. Ja, das geht. Wir haben wieder ein paar Sachen gesammelt. Sehr gut. Und Afrika ist in Panik. So, warte, jetzt haben wir doch Wissenschaftler bekommen, oder? 44. Oder haben wir die noch nie bekommen? Mal, sicher schon, oder? Aber Geld hat die eigentlich gebraucht. Ja, noch. Lassen wir sie mal hier dabei. Und ich danke vielmals, dass du hier dabei warst. Hoffe, du bist es dann das nächste Mal auch wieder. In dem Sinn. Tschüss.